und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Chris Plays For You und Rich Plays For You, ja. Genau, machen wir es diesmal so rum einfach. Passt schon. Wir spielen jetzt ein Spiel, das heißt Paranormal heißt es einfach. Paranormal. Genau. Er hat überhaupt gar keine Ahnung, was wir jetzt spielen. Von Paranormal. Daher. Paranormal. Deshalb werden wir mal schauen. Ja, neues Let's Play. Ich kenn's auch nicht wirklich. Chris zeigt mir jetzt mal hier ein neues Spiel. Ich kenn's auch nicht. Hast du deinen Kopfhörer drin? Was? Ich bin noch völlig neu in diesem Spiel. Ja. Ja. Ich verspreche nichts. Okay, es kommt. Es braucht ein bisschen. Ach, das mit Rec hat es nichts zu tun, oder? Mit dem Film Rec? Nee. Mit Paranormal Activity auch nicht. Nee. Fuck, nochmal. Okay, nochmal. Nochmal. Sorry, tut mir leid. Zweiter Versuch, Oberleitner. Oberleitner, so. Ich habe vergessen, Raps aufzunehmen. Ja. So. Zweiter Versuch, dritter Versuch, irgendwas, genau. Oberleitner. Paranormal Rec. Powered by you, Unreal Technology. Paranormal. Press E or X to begin. Dann machen wir das mal. I press E. Hello. Hör mal den Typ again. Okay, ist ein Künstler, ist in seiner Maus gefangen oder ist zu Hause und irgendwie heimgesucht, ne? Und er nimmt alles auf, damit er beweisen kann, dass er nicht spinnt. Genau. Das so habe ich das verstanden. Oh, Paranormal. What is your quest? What is your favorite color? Rot. Oh, ja. Okay. Was? Ich habe nicht aufgenommen, Fraps nicht aufgenommen. Jetzt aber nimmt auf. Okay, mein Gott. Also ist ja echt Noobie. Ist schon Noobie. Schon okay, was soll ich jetzt machen? What is your quest? Okay, press left mouse button to begin. Mach das. Achso, ja, left mouse. Das ist die Maus, Christian. Wir fangen mal wieder von damit, vorne an. Das ist die Maus. Guck mal hier. Oh, geil. Guckst du mal hier die Maus? Das ist sie. Mit der zockst du dann bitte das Spiel auf. Ich zocke auch so. Enter hunting in 1, 3, 2, 1. Okay. Also zumindest... ich glaube, da habe ich schon mal ein Let's Play davon gesehen. Echt, oder? Mhm. Aber nicht viel. Ist schlecht. Nur durchgeswitcht. Ich habe wirklich keine Ahnung, was da passiert. Gar nichts. Okay. Wirklich gar nichts. Also, ich weiß, hier geht auf jeden Fall eine Menge Scheiße ab jetzt gerade gleich. Okay, was wackelt hier? Was ist das? Bist du? Ich bin ein Künstler in meinem Haus gefangen, gedöns, ne? Ist das ja, dass du so ein Meerschwein wärst und irgendwie durch irgendwie Pfützen läufst. Schon mal. Kann ich irgendwas machen hier? Nee. Mit I war noch irgendwas. Ich hab die Steuerung leider jetzt doch wieder vergessen. Ich nehme meinen Controller, der liegt hier irgendwo. Mit dem komme ich besser klar. Okay. So. Genau. Läuft das, ja. Naja, das läuft. Na gut. So, hier ist ein Laptop. Laptop. Drücke alle Knöpfe, ich kann nichts. Oh! Okay, was ist das? Genau. Deswegen ja, hört sich so an, als ob du irgendwie. Nee, ich mach das selbst, wenn ich den Knopf drücke, aber was soll das sein? Der haut sich, glaube ich, selber ein paar rein. Nee. Oh, guck mal hier. Schön. Der haut sich, glaube ich, selbst ein paar auf die Schnauze. Auf die Fletzen oder was? Ja. Okay. Ich weiß auf jeden Fall, hier war irgendwas. Hier schöne Lavalampe. Das hört sich echt so an, als ob irgendwie. Alter, wird's dunkler. Hier war auf jeden Fall irgendwas. Ich. Psst. Oh ja, ich weiß, hier bewegt sich. Oh! Was? Hier bewegt sich was. Was ist das? Die Kiste. Oh Gott. Ja, schau. Paranormal. Oh! Hä? Und du bist sicher, dass man sich hier nicht erschreckt? Natürlich nicht, aber hey. Mein Gott. So krass ist es jetzt. Ich meine, es geht, glaube ich, nichts. Der Rest des Länder vor was ist denn das denn? Ist das ein Bild? Oh, die Muck. Ja. Oh, geile Muck, ja. Schön. Gefällt mir. Das sieht so abstrakt aus. Was ist Art das? Studio Floor. Ich meine, er ist. Oh! Okay. Okay. Oh, keine Ahnung. Ich höre nur Geräusche. Ich bewege mich schon wieder. Die Kiste hier. Ja, Paranormal ist es auf jeden Fall. Guck mal, rechts ist der fette Akku. Was hat das zu bedeuten? Hier steht War die Tür vorher schon da? Oh Gott. Ich raff gerade gar nichts mehr. Ich kann auch. Schau mal nochmal hinter, da wo die. Bei der ersten Tür, wo du rausgehen wolltest, da steht eine Figur davor. Oh! Oh, tatsächlich. Wo kommt die denn her? Okay, ich würde aber gerne eine Benutzentaste haben oder so. Der Akku regt mich ein bisschen auf, dass der leer ist. Ist das Spiel vorbei, wenn der. Okay. Okay. Steht sie da? Ne, war die vorher auch schon da? Ich habe wirklich keinen Plan. Ich raff gerade gar nichts. Ich habe überhaupt keinen Plan, was da abgeht. Das sieht so strange aus hier. Was ist denn das? Keine Ahnung. Ich drücke halt immer irgendwo wild rum, weil ich keine Benutzentaste mehr weiß. Oh, los, Alter! Treppenhaus. Jesus Maria. Okay, nicht schlimm. War nicht schlimm. Ein bisschen schon. Was ist das? Wer läuft denn da? Kommt jetzt jemand was? Das sind nur Geräusche. Oh, da vorne steht was. Ich krieg Albträume, ey. Ach komm. To do. Finish. Ah! Finish Atlas. Fix Basement Lock. Fix Screen Door Jam. Clean Cup. Okay. Okay, alles egal. Ist egal. Ich spiel jetzt einfach mal wild drauf los. Ja.
Aber ich hätte auch gerne meine Taschenlampe, wäre auch mal echt geil. Alter, wie alles komisch aussieht hier. Es ist halt paranormal, ne? Oh! Okay, das war ich, das war ich. Hier gibt's. Na, das war nicht also ich. Also gibt's eine Benutzen-Taste jetzt oder nicht? Ich hab. Okay, warte, wir müssen testen. Ich geh wieder rein. Okay, ja, warte. Es gibt eine Benutzen-Taste, ich habe sie, okay. Dann geh ich wieder rein. Dann geh ich jetzt mal die Treppe hoch, oder? Ich weiß nicht, wie das ist. Das ist eine Küche, Kitchen schaut aber nicht so aus. Ist die okay, ich benutze hier erstmal alles. Okay, nee. Ah, doch, oh! Autor, Family Member, I agree to the terms of use on this site. California, San Francisco. Wir sind in California. My bed family is running low. I should go to bed and charge it overnight. Okay. Seine Batterie geht leer. Er will ins Bett und über Nacht laden. Was? Oh, jetzt war ich, sorry. Startpunkt. Dann gehen wir noch ins Bett, aber ich... Wo ist das Bett? Wird wohl oben sein. Ja, genau. Ey, bessere Treppengeräusche gibt's ja gar nicht. Komm schon ins Bett finden. Ich weiß, keine Ahnung, was passiert, wenn wir das Bett nicht finden. Doch, hier muss es sein. Ist das ein Bett? Hier ist so scheiße dunkel, was geht nach? Gibt's irgendwo einen Lichtschalter? Oh, meine okay. Fresse. Man schreckt sich allein nur, dass man ein Blatt Papier sich anschaut. Oh, okay, was war das? Ich hab keinen Plan. Ich hab mich nicht erschrocken. Michael! Oh, genau. Show me the bedroom, also Michael. Also wenn die Tür schon mal aufgeht, okay, das Bett, das Bett. Boah, geil. Okay, ich habe irgendwas, ich kann die aufsammeln irgendwie, okay. Egal. Ich gehe erstmal schlafen, weil mein Akku mir ist auch noch. Das Spiel ist einfach nur strange. Press E to sleep and charge the camera. I press E. Okay, Alter, hat eine Kamera bei sich, du mit mal. Ah, das Geräusch tut weh. Ach, was? Wirklich, ist echt weh. Okay, was war das? Das war paranormal. Er hat eine Kamera bei sich und mit der nimmt er eben alles auf. Und der Akku ist eben leer. Hallo? In dem Haus würde ich auch schlafen. Ich hab E gedrückt, Junge. Ja, schläft ja auch gerade, oder? Ja, aber willst du da in Echtzeit jetzt, oder was? Nein. Hallo, ist mal vorbei? Du siehst halt jetzt, was in der Nacht passiert vielleicht, die ganze Nacht. Ja, aber... Und kurz oh, okay. Going to sleep will trigger a new day with new hauntings. Okay. Das hört sich abwechslungsreich an. Ich meine, das waren schon heftig viele Hauntings, wie wir jetzt schon erlebt haben. Okay, dann schauen wir uns mal hin. Mir zumindest. Ah, hier ist so ein Gläser. Wie heißt das? Ja, ja, ich weiß schon. Wie nennt man das? Oh, Gläserrücken. Oder? Ich Gläserrücken? Gläserrücken? Nee. Oh, Alter. Good. Die waren noch nicht, die waren vorher nicht da. Servus. Ihr scheiß Drecksbuben, die machen ja nichts. Zumindest ich kann hier echt viel benutzen. Diese Tür, Mann. Okay, okay. Wow! Was denn, was denn? Geh mal scheißen. Gerne. Alter. Boah, hier ist ein Lichtschalter! Ah! Was ist jetzt los? Ja. Spülung. Da geht heftig die Post ab, was ist denn los? Da kommt der Blut. Das Bild war vorhin noch in der Wand gegangen. Oh Gott. Läuft jetzt alles über? Ich hab keine Ahnung. Ich will jetzt schön scheißen hier. Ja, komm, so viel zum Scheißen, ja. Hock dir mal drauf und jetzt machen wir. Alles läuft voll mit. Okay, wenn ich hab kein Spiegelbild. Wir wissen gar nicht, ob das Blut ist. Doch, ich hab ein Spiegelbild. Boah. Echt? Nee. Nee, hast du nicht. Nee, ist der Wasserhahn. Dann raus mit uns. Sicher, oder? Oh, die Tür schiebt mich weg. Okay. Ey, wir kapierten dieses Spiel. Es ist schon etwas kompliziert, aber da muss man sich halt reinfuchsen ein bisschen. Ich meine, ich bin jetzt schon etwas gefesselt. Und will wissen, was abgeht. Hier ist die Tür. Aber das ist echt dunkel, es ist nicht so schön. Oh mein Gott. Über diese Maschkalle. Oh, ich komme hier nicht raus. Arschloch, geh weg! Lass mich raus hier. Psst. Oh Gott, was ist das für ein Sound? Oh nein, kann ich nicht sagen. Sowas hasse ich. Warum? Ach, guck her. Ach, ich hab mehr gekickt. Es ist Kicken. Pass auf. Ach, geht's halt. Ach. Komm schon. Nee. Egal. Dann, Hauptsache, ich kann hier durch. Okay. Mehr kann ich auch nicht sagen als okay. Magst du mal spielen? Na. Na. Ich habe die Couch bewegt. Ich habe mich gerade bewegt, ohne was gedrückt zu haben. Also die Couch schwebt, kann das sein? Das Spiel ist auch krank. Wer hat denn das erfunden? Oh, Fernseher. Oh! Schau mal rein, Fernseher. Es klopft. Nein, nein, nein. Fernseher. Da. Vielleicht ist es ein Message. Oh! Das ist so böses Geräusch. Warte, vorhin. Play. Okay. Ja, ja. Schau rein. Ich geh runter. Hey, ist das ein krankes Spiel? Oh! Ich will aber nur in den Fenster schauen. Aber hier ist nichts, hier sind keine Viech. Es sind einfach nur Hauntings. Was sind Hauntings? Ja, Poltergeister oder was.
Einfach nur Sachen, die passieren. Jetzt musst du bald schon wieder die Kamera aufladen. Ja, ich merk's gerade. Aber siehst du, das ist rechts da vorne so komisch aussieht, irritiert mich halt hart. Also geh mal in den nächsten Raum rein, da waren wir noch nicht. Also schau mal die Tür an, wie sie aussieht. Kann ich die wegkicken hier? Wo willst du denn? Da, wo du vorhin die Tür, wo die aufgegangen ist, die allererste Tür, die aufgegangen ist und wo du nicht durch bist. Da rechts. Da, ja. Genau. Ach, da geht's nach draußen. Oh, die geile Mucke. Das ist die Garage, das ist die Garage. Garage. Boah, geil, was ist das denn? Okay, Aufnahme. Ja. Einmal draufdrücken, oder? Ja, gut, dass es uns auffällt hier, ja. So, das haben wir wieder. Wir müssen zu klar! Jetzt bin ich selbst. Was du schreist jetzt heute diese ganze. Es tut mir leid! Ich erschrecke mich nur wegen dir. Das Schema kommt mir bekannt vor. Ja. Kannst du mal sehen, wie es ist. Okay, es sind jede Menge Zettel auch. I'm not alone in this house. I can feel Max watching. He knows about Jeremy. Der Akku wird leer. He knows about the baby. I've never been a religious woman, but I need Christ now more than ever. Okay. Magst du den nächsten vorlesen? I woke up this morning only to find Jeremy dead in the bathtub. The water was red with blood. Marcus died this. Did this. He killed his own brother. My only reason for living is the baby within my womb. Oh, krass. Okay. The lights keep flickering. The banging noises won't let up. The doors keep slamming. Marcus is angry. September 7, 1984. I wish he would kill me already. Okay? Okay. Kill the baby. I don't even care. Just stop the pain. I Kann hate sein, dass die Karte voll I hate you, Marcus. I hate you. Mich. Was ist denn das? Der Speicherkarte ist voll. 32 GB waren das. Jetzt echt? Okay, ab. Ich hab nur noch die. Was jetzt? Moment, wir reden einfach mal weiter. Ich muss kurz die Speicherkarte. Ja, also man muss wirklich sagen, dass. Nein, ich spiele nicht weiter. Komm, das heißt, dass man ein bisschen spielen kann jetzt. Ach, leck mich. Ich hab doch keine Ahnung. Die Batterie ist leer. Ja, überall, die Kamera, die Batterie ist leer. Geh zurück. Ja, genau. Oh, scheiße. Bist du da rausgekommen? Ja, ich hab keine Ahnung. Batterie ist leer, ich werde es wechseln. Also Kamera, also die Real-Life-Kamera Batterie ist leer. Dann ist auch noch hier im Spiel das Ding leer. Aber geile Mucke läuft hier gerade übrigens. Ja. Jetzt wieder nicht heftige, beschissene Sounds. Mich würde interessieren, was passiert. Alter, was hier für Sounds abgehen. Ja, ich komme. Kamera läuft. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, zu gegen die Batterie aufladen. Schon wieder? Ja, du siehst ja, dass es rot blinkt. Hoch. Rennst du oder rennst du normal? Ich komme mit der Steuerung. Ja, es ist normal, es ist ein bisschen hakelig. Okay. Links. Du siehst ja. Ah, ja. Okay. Machst du irgendwas? Was machst du? Nein, ich mach gar nichts. Okay. Das macht er von selber. Er schaut sich um. Die Batterie des Akkus ist leer. Oh Gott. Wir werden sterben jetzt. Ach du. Ja. Kann ich irgendwas tun? Die Batterie darf nicht leer. Jetzt passiert gleich irgendwas. Oida. Hast du schon Let's Play gesehen, hast du gemeint? Ja, aber nur ganz kurz. Ich sterbe, aber ich werde verrückt, weil die Kamera nicht mehr läuft. Kann ich... Oh. Das hört sich an, als ob ich mal durchnorkelt werde, gell? Gescheit. Alter, wenn er gleich neben uns steht. Alter. Was geht ab? Clock of Death, Trophies, Clock of Death, Hell of Earth. Naja. Hallo? Oh, okay. Ist es auch ein kostenloses Spiel? Ja. Unbedingt. Kostenlos downloaden. Also, okay. Nee, Resume? Hier kann ich auch gar nichts tun. Achso. Mit der Maus. Muss ich mit der Maus machen. Ja, aber hier ist jetzt nichts mehr, oder was? Oh, guck hier. Fuck, was war jetzt? Ich hab keine Ahnung. Okay, jetzt sind wir wieder da. Wir von Anfang. Ja. Und raus da mal. Also ich bin interessiert. Du nicht. Ich okay. Weiß nicht. Dann werde ich es alleine mal let's playen irgendwann. Ich glaube, das ist dein Spiel, ja. Also es ist auf jeden Fall, also war es genug Material, ja. Um mich zu begeistern. Also zumindest, das können wir schon mal hernehmen, ne? Wie nennen wir das? Ein vorerst together let's play? Test. Test? Komm, wir haben noch keinen Test. Wir müssen das Test ausgeben. Am Test braucht ein Ergebnis. Und das Ergebnis heißt? Das Ergebnis heißt? Ja, die Frage ist, ja. Null Kriterien irgendwie gemacht, okay, alles klar. Nee. Das ist Grafik ist sehr dunkel, finde ich. Also es ist nicht so...
Ja, die Grafik ist gut so. Soundkulisse ist genial. Wahnsinn, ich also der Sound möchte ich sagen. Ich noch auf. Das ist wirklich abstrakt. Das ist ja Wahnsinn. Ja, es wird zugebaut mit Hauntings aus. Das finde ich gut. Ja. Es ist etwas. Du weißt, ja, wie man kann es nicht sagen, es wird ja nichts erklärt, weil am Anfang erklärt er ja, ne? Ich fand das voll cool, wie dieser Typ hier, die ganze Zeit. Ja. Was war das? Also, es wird einem schon erklärt, was man machen soll, aber irgendwie ist es doch schon etwas. Es ist viel auf einmal irgendwie. Genau. Ja. Okay. Also, von mir kriegt es jetzt mal vorerst. Eine 10er-Wertung, also auf 10er-Skala, ne? 10er gleich? Nee, die auf einer 10er-Skala meine ich. Ja, let's test, aber. Ja. Für einen Test muss man ein Spiel durchspielen eigentlich. Nein, aber keine Ahnung. Auf keinen Fall. Also, let's test muss ein Spiel nicht durchspielen. Es ist ein Let's Probier. Let's Probier. Let's Probier, so werde ich es nennen. Ein Let's Probier. Das heißt, ein Let's Probier auf Englisch. Let's try. Ein Let's Try. Dumm. Was? Ja, Let's Try. Dumm, das nein, ist nein, super. Halt so dumm, weil ich nicht wusste. Let's try, genau. Also wir haben getried, also gibt's auch keine Wertung. Also let's try und ich habe getried und ich bin, let's probe. Let's probe. Ich bin, wie nennt man, bekehrt, sagen wir mal. Okay. Ja, also ich möchte es weiterspielen. Dann wird es dazu ein Let's Play geben von mir, Chris Plays For You. Und, ja. Ja, bei mir schauen wir mal. Ja, er macht erstmal sein normales weiter, okay. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.